So Leute, ich habe schon mal Vorarbeit geleistet. Wir sind in der Blitzach Arena und fordern nun zum Rematch gegen Frieda, glaube ich, heißt sie, oder? Auf alle Fälle ist sie die Eis-Arena-Leiterin und ja, wird uns heute auf alle Fälle wahrscheinlich auch um einiges beschäftigen. Denn, naja, Eis-Pokémon halt. Und wir haben nur eine Feuerattacke, nämlich durch Skuntank mit Flammenwurf. Ja, und ihr könnt euch denken, natürlich ist Skuntank an der Stelle jetzt auch auf der 1 bei mir. Also ich werde ihn als erstes einsetzen. Ich hoffe aber, dass er nicht sofort down geht. Also es könnte natürlich sein, dass alles für die Katze ist, aber das wäre schon peinlich. Ich gebe mein Bestes. Hagelalarm. Das heißt, ich kriege jedes Mal wieder Schaden. Das tut schon mal sehr weh. Oh, Giftschock ist auch sehr effektiv. Ja gut, okay, für einen Notfall haben wir noch immer Giftattacken. Ich fange trotzdem einen Flammenwurf an. Denn das zieht in der Regel das Vierfache ab und das bedeutet, der nimmt ordentlich Schaden. Aurora-Schleier. Ich glaube, das ist aber nur für ihn selbst, oder? Aha. Okay. Ich tippe mal darauf, sie setzt Top-Genesung ein, deswegen. Hey, ich wusste es. Jetzt kommt nämlich noch schön Toxin dazu und dann habe ich den ersten Angriff mit Giftschock. Das könnte vielleicht sogar ihn killen. Ui, das tut der Frieda richtig weh gerade. Ja, die Hagelkörner halt, aber das ist noch halbwegs verkraftbar. Bitte Giftschock, komm. Ich weiß, du kannst jetzt richtig reinhauen. Und, oh, verdammt. Der hat auch Erdbeben, ey. Hat jeder von diesen Spackos Erdbeben? Jetzt ohne Witz. Jeder Arenaleiter hat einfach ein Pokémon, was Erdbeben drauf hat. Gefühlt ist es eh jedes. Lächerlich. Achso, okay, ich dachte gerade, es ist so gerade geleckt irgendwie. Also, geleckt in der Hinsicht, die haben gerade ein bisschen länger gebraucht, um die Attacken auszuführen. Gut, wie dem auch sei, Rexplosion ist weg, aber trotzdem, Skuntank geht es jetzt schon nicht gut. Er erreicht zwar auch ein Level ab, aber ist eine Frage der Zeit, bis er down geht. Mammutel. Ich werde wechseln müssen. Mammutel kennen wir halt noch gar nicht, anscheinend, weil sonst wird da schon was stehen. Gut, dann würde ich mal sagen, Luxtra ist der einstecken muss. Und zwar so gut es geht. Ich würde jetzt einfach mal tippen, dass das Vieh auf alle Fälle Erdbeben drauf hat. Allein schon vom Aussehen her. Ja komm, Ladungsstoß. Doppelteam, er darf sogar als erstes. Okay. Was? Es ist Typ Bodner. Es ist fucking Typ Bodner. Anzeige ist sowas von fett raus. Das kommt jetzt gerade echt überraschend. Wieder Doppelte. Oh nee. Will der jetzt sein Ausweichwert so steigern, dass ich keine Chance mehr habe, ihn zu treffen, oder was? Das könnte halt echt sein. Wenn er das vorhat, dann bist du, dann ist er widerlich, wirklich. Und in dem Fall muss ich sofort auf Staraptor gehen, denn Aeroas kann immer garantiert treffen. Und ich glaube, das ist die einzige Attacke, die ich in die Richtung habe. Erzbeben. Pech gehabt, mein Freund. So. Ja, das zieht auch ordentlich ab. Steinkante. Der hat echt eine Steinattacke, ich heul gleich. Es hört auf zu hageln, das ist gut. Gut, dann setze ich vorher Ruheort an. Vielleicht trifft er irgendwann meine Steinkante nicht, das wäre ganz nice. Steinkante hat auch nicht so viele AP, soweit ich weiß. Ja, oder das passiert, genau. Das, was ich gerade sagen wollte. Oder was ich vorher schon gesagt habe. Er weicht einfach aus. Und in so einem Fall
Aber wenn wir natürlich Vorteil. Und zwar einen richtig schönen Vorteil. Hat eh nicht mehr viel. Nochmal Ruheort gleich. Wie gesagt, Steinkante hat glaube ich 5 AP. Die ist schon relativ stark, deswegen hat sie auch so viel. Jetzt die vierte. Lol, jetzt zieht die gar nichts ab. Ja, wenn das so ist, nice. So kann es von mir aus weitergehen. So, dann ist das Mammutler auch schon raus. Ich weiß das zweite, aber. Gut, was hat sie noch? Rosana. Boah. Ist das nicht dieses violette Lady-Ding da? Also was es schon seit der ersten Generation gibt. Ich nenne das jetzt einfach mal so. Tatsächlich. Genau das meinte ich. Oh Mann. Gut, aber ich glaube, das ist sogar Typ Kampf. Das bedeutet, Aeroas sollte richtig reinhauen. So ist es. Blizzard. Aber Staraptor weicht wieder aus. Es ist so unglaublich. Also jetzt haut gerade Staraptor alles raus, was geht. Sie setzt Top-Genesung an, aber das juckt nicht. Wenn jetzt vielleicht sogar noch ein bisschen stärker der Angriff ist, dann ist es sowieso down. Leider nicht. Aber egal. Nächstes Aeroas. Gut. Also Staraptor will eindeutig heute ordentlich schnell voranschreiten. Ich merke schon, der hat richtig Bock. Frosty G. Nee, nicht schon wieder Tatfi. Warte mal, das war aber... Das war Geist doch und so. Das bedeutet, ich muss eigentlich... auf Knackrack. Ja, ich glaube auch Erdbeben kann das Ding. Wobei, ich bin Idiot. Ich bin ein richtiger Idiot. Knackrack ist ja komplett aufgeschmissen. Fällt mir gerade auf. Bei einer Eisattacke. Das könnte kritisch werden. Kann nur hoffen, dass vielleicht... Ah, verdammt, geht sich leider knapp nicht aus. Ich wette, jetzt kommt irgendeine Eisattacke, eine hässliche. Oder eine Beere kommt vor auch noch, natürlich. Es könnte kritisch werden jetzt für Knackrack. Ja, ich hab's befürchtet. Ich glaube, Knackrack ist RIP. So ist es. Ich hatte gehofft, dass es vielleicht der Knirscher reicht, aber leider nicht. Gut, dann geht's zurück auf Luxtra. Und wir hauen jetzt hier mal einen Biss ran. Blizzard wieder. Hat das Ding echt wieder Erstangriff und sowas. Ja, okay, gut, es geht sich aus. Ich bin zufriedener. Aber wir stellen uns in den Kampf schon mal besser an als in den anderen davor. Das muss ich schon sagen. Glaziola. Oh, eine Weiterentwicklung von Evoli kommt jetzt als nächstes. Ja, ich glaube, das hat auf alle Fälle nichts in Richtung Erdbeben drauf. Wenn ja, dann ist das echt eine Frechheit. Deswegen, Skuntank, mach was draus. Glaziola, das muss auch mal sehen. Ist aber ein cutes. Ich finde es auch immer noch so geil, dass Evoli einfach so viele coole Entwicklungen hat. Die einzige, die im Spiel jetzt hier nicht dabei ist, müsste Felinara sein, weil das halt erst in der 6. Generation kam. Und ich merke schon, was dieses Glaziola erreichen will. Es will ebenfalls mit Ausweichwert kontern. Das wird aber nicht passieren. Ich glaube, Toxin. Ah, trifft nicht immer. Ich hoffe jetzt mal, dass es trifft. Es trifft. Damit ist es schon mal schwer vergiftet. Nochmal Doppelteam. Was ist das denn jetzt, was die da die ganze Zeit einsetzt? Überreste? Ja. Aber die Vergiftung sollte den Rest machen. So, der Ausweichwert ist jetzt schon viel höher. Ich hoffe trotzdem, dass der Giftschock jetzt einfach mal trifft. Er tut es! Blizzard kommt auch noch oben drauf, aber sollte Skuntank überleben? Ja, tut er. Auch wenn es knapp ist.
Vielleicht habe ich jetzt nochmal das Luck, dass Vergiftung den Rest macht. Wobei, es könnte jetzt blöd laufen. Es könnte jetzt richtig blöd laufen, wenn sie eine fucking Top-Genesung einsetzt. Tut sie aber nicht. Gut, dann ist Gazzola auch weg und somit hat sie noch eins. So, welches ist es? Snibuna, natürlich, der größte Abfuck von allen, kommt am Schluss. Der größte Abfuck von allen. Schön auch noch die Weiterentwicklung. Ich glaube, beim ersten Mal war es ja noch ein Sneebel. Eissplitter. Nein, scheiße, scheiße, scheiße. Okay, Snibuna verliert wieder einiges an KP. Rosarade wäre geil. Aber Staraptor auch gut. Ich hoffe, dass Staraptor die höhere Initiative jetzt mal hat. Snibuna ist ja auch relativ schnell unterwegs. Weil wenn ja, dann geht's jetzt mit dem Nahkampf und dann sollte der weg sein. Friss jetzt Blei. Nee, er darf natürlich als erstes. Hält aber Stand. Verliert noch weitere KP. Und jetzt geh nach Hause. Danke. Na gut. Dann war das der erste Streich für heute. Luxtra sogar nochmal auf Level 81 gekommen. Ja, sie applaudiert mir natürlich. Gut, danke, danke auf alle Fälle. Ich meine, sie hat jetzt auch eins, zwei gehabt, das mich richtig genervt hat. Vor allem ihr, dieses Frosty-Chee, das nervt mich jedes Mal. Es ist schon das zweite Mal, auf das wir das, dass wir auf das treffen. Und naja, soll jetzt so sein. So, und ich werde mich natürlich jetzt an dieser Stelle wieder heilen und wir sind gleich dann in der Arena von Volkner. So Leute, 8. Arenaleiter, also 8. Rematch gegen Volkner steht an. Er ist vom Typ Elektro oder kämpft hauptsächlich mit Elektro-Pokémon, besser gesagt. Er selbst ist natürlich nicht Typ Elektro. Er selbst ist nur ein Mensch. Nur das müssen wir richtig stellen. Ja, und da haben wir natürlich eine gute Waffe, nämlich mit Knackrag. Und der ist natürlich auch in meiner ersten Hotbar drin. Sprich, wir nehmen alle seine Elektroattacken gleich direkt mal raus. Okay. Wie kommt der jetzt auf einmal mit einem Pelipper daher? Also, Pelipper ist jetzt für mich, by the way, nicht Elektro. Oder hat auch nicht irgendwie den Ansatz an Elektro. Aber ich weiß schon, was er erreichen will. Ich glaube, er will mir damit meinen Boden-Pokémon rausnehmen. Vielleicht ist er darauf ausgelegt, dass er das Boden-Pokémon sofort down gehen oder so. Das könnte sein. Zurückgeschreckt. Ja gut, da ist das Pelipper eh schon mal weg. Nice. Das war schon mal der erste Streich. Hat super funktioniert. Gut, was hat er noch so? Lantern. Das kann ich jetzt gerade überhaupt nicht einschätzen. Das ist ja auch wieder so Wasser oder so ähnlich. Wobei hier ist sogar Schaufler sehr effektiv. Ich verwende es einfach mal. Bitte sag, du hast nicht Schwebe. Bitte sag, du hast nicht Schwebe. Bitte sag, du hast einfach nicht Schwebe. Hat er nicht. Und damit ist Latourn down. Vielleicht ist echt Volkner der einfachste von den 8. Das wäre ganz geil. Wobei, nee. Es waren erst 2 von 6, die er eingesetzt hat. Ich bin mir relativ sicher, der hat irgendetwas, genauso wie in Luxtra natürlich, was jetzt richtig reinhaut. Und in Luxtra wissen wir, wie stark das sein kann. So. Ja, eh wieder der Schaufler. Aber bis jetzt hat er, glaube ich, noch keinen Erstangriff gehabt. Das bedeutet, der hat Eiszahn drauf. Das ist nicht gut. Ja, super, der überlebt es ganz knapp. Ja gut, dann kann ich mich, glaube ich, von Knackrag an der Stelle verabschieden. Ne? Denn Eiszahn sollte, glaube ich... Ja, danke, Knackrag! Ja, Legende am Start. Komm, den einen Schaufler heben wir uns auf. Wir machen ihn mit Knirscher down.
Glück gehabt. Ich glaube, der Eiszahn hätte richtig reingehauen. So, Raichu kommt jetzt noch. Als ob das Knackkrack im Alleingang macht. Ist ja so krank. Ja, wieder Schaufel sehr effektiv. Wobei, er darf diesmal mit Surfer anfangen. Ich glaube, Surfer könnte Knackkrack sehr wehtun. Geht aber. 99 hat's abgezogen. Vor allem stimmt ja, es war ja noch dieses Regending. Also eigentlich müsste es viel, viel weniger abziehen. Ja gut, das können wir gar nicht mehr überprüfen, denn Raichu ist bereits down. So, Nummer 5, Blitzer. Wieder eine Evoli-Entwicklung. Ich bin mir relativ sicher, auch hier wieder... Oh, Reflektor. Ich wollte gerade sagen, ich bin relativ sicher, dass auch hier wieder der Schaufler sehr viel ausmacht. Hä? Vergiftungsorb, also Toxiborb. Ja, oh Gott. Alter, warum kommt der jetzt mit sowas? Ja, Hat schon mal ordentlich gezogen. Vergiftung kommt noch dazu. Ja, nächster Schaufler. Spukball setzt es noch ein. Sollte aber Knacker, glaube ich, aushalten. Ja, tut er. Also, fassen wir zusammen. Wenn er jetzt nicht irgendwas in Richtung Heal einsetzt, ich glaube, das wird er nicht tun. Hoffe ich zumindest. Doch, tut er. Fucker! Aber so richtig. Jetzt muss ich nochmal den Schaufel einsetzen, das ist so lästig. Und jetzt kommt wieder Vergiftung, hä? Ich habe aber noch immer nicht herausgefunden, warum die das überhaupt einsetzen. Weil nur Vergiftung alleine, das ist doch... Hä? Der serviert mir ja eigentlich auf dem Silbertablett. Es ist einfach so. Macht jetzt wieder Healing. Na, Nee. Geht auf Spukball. Gut, da ist Blitzer auch raus. Knackkrack bis jetzt richtig gut geliefert. 5 hat er bis jetzt down gemacht. Das 6. könnte vielleicht knapp werden ohne Heal, aber wir können es probieren. Elevoltec. Uff. Das ist das ganz starke Elektro-Ding da. Elekid gibt's, Eletech und dann Elevoltec. Och du Kacke. Das könnte jetzt schmerzhaft werden, wenn es blöd läuft. Aber ich darf als erstes, das passt schon mal. Vielleicht macht der Schaufler doch sein Besten. Oh, Kreuzhieb, sogar eine Käferattacke. Und nein, Millimeter bleibt übrig. Lass mich raten, Robustheit, Fokus gut oder whatever. Das ist bitter, eigentlich hat Knackkrack alle 6 gerade gehabt. Er hat gar nichts gehabt in die Richtung. LOL! Bestimmt! Das ist ja noch bitterer. Knackkrack hat er alle. Eigentlich. Der tut mir leid, der Junge. Oh Mann. Boah, ist das belastend. Bevor das letzte abschmiert, schmiert er noch ab. Also eigentlich hat Knackkrack alle 6 was gehabt. Gut. Also, gegen Volkner hatten wir bis jetzt die besten Chancen. Und weil wir jetzt genug Zeit noch haben, weil ich hätte nicht erwartet, dass es so schnell geht, glaube ich, können wir heute noch den ersten Kampf, oder den ersten Rematch gegen die Top 4 machen. Sprich gegen Herr Brau, glaube ich, hieß der. Oder Herr Baro. Der war Typ Käfer. Was war gegen Käfer nochmal geil? Es müsste tatsächlich Staraptor sein, also Flug. Wir werden es gleich herausfinden. Vor allem jetzt, wenn wir es sowieso erstmal wieder healen und dann, ja. So, wir stehen jetzt dabei den Top 4 und das bedeutet, es kann losgehen. Also 5 Kämpfe müssen wir am Stück überleben. Das wird auf alle Fälle krank werden. Und vor allem nicht zu vergessen, da es die Rematches sind, heißt das, die sind nochmal eine Spur stärker als alles, was wir bis jetzt hatten. Herr Baro, grüß dich. Bin gespannt, was deine Käfer-Pokémon jetzt noch so drauf haben.
Ich sag mal so 70, 75 aufwärts werden die sicher sein. Da bin ich mir relativ sicher sogar. Also, Herr Barlow, der hat nur 5 wieder. Lol, der hat wieder nur 5? Hey, komm, das ist schon ein Rematch, das weiß er hoffentlich. Ja, er ist sogar stärker. Okay. Ich war jetzt ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt. Hä? 65 nur? Also er hatte am Anfang unter 60 auf alle Fälle, da bin ich mir sicher, aber hä, als ob die alle beim ersten Rematch irgendwie trotzdem nur so die gleiche Stärke haben. Ich meine, das wäre schon ein bisschen belastend. Vor allem, das wäre mega scheiße, wenn Cynthia gar keine stärkere Ding hätte. Na gut, das kann nicht sein. Da bin ich mir relativ sicher. Gut, dann next one. Knackrack hat bereits das erste Down gemacht. Ich habe eigentlich vergessen zu wechseln, by the way, aber naja, irgendwie hat trotzdem Knackrack jetzt gerade ordentlich reingehauen. So, Steinhagel. Jo, das zieht leider nicht so viel ab, wie ich dachte. Aber zurückgeschreckt ist er. Und eine Verbrennung bekommt er. Heißorb hat er also drauf. Ja, komm. Wenn ich sag, Dragometeor haut ihn jetzt weg. Und dann kann ich nachher gleich direkt auswechseln. Er überlebt echt ganz knapp, wenn ich das richtig sehe. Fassade? Hä? Okay, es zieht sogar ein bisschen mehr ab, aber er ist trotzdem down. Das passt. Gut, dann hat Knackrack eigentlich seine Aufgabe bereits erfüllt. So, Hornweisel kommt als nächstes. Ja, ich wechsle trotzdem jetzt. Wobei, eigentlich, das kann fliegen. Wartet. Da gehe ich doch nochmal lieber ein Stück weiter. Ich traue Knackrack zu, dass er das vielleicht doch noch schafft. Das tut er echt? Hey, Knackrack ist komplett on fire. Das ist jetzt heute das achte, was er schon schlägt. Das Elevoltec zähle ich ja nicht dazu, weil das ja erst nach dem Downgehen von Knackrack besiegt worden ist. Deswegen Xerox. Auch das kann wieder fliegen. Das bedeutet, auch hier muss wieder Steinhagel ordentlich sitzen. Alter, als ob das jetzt so schnell geht. No, lol, was? Der fliegt gar nicht. Aber ist er nicht Typ Flug eigentlich auch? Warte mal, wenn er aber am Boden ist. Ich gehe wieder auf Dragometeor, let's go. Das wird schon irgendwie mitreißen. Hä? Okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass es so wenig abzieht. Uff, Schwertanz. Okay, der bereitet irgendwas Heftiges vor gerade. Ach so, weil ich schon einmal geschwächt wurde wegen, aber das ist ja eine... Spezialangriff ist ja genau, ist ja das, was eben den Dragometeor dann schwächer auch macht. Ah, das habe ich nicht gedacht. Ja gut, dann grabe ich mich ein mit Schaufler. Ich hoffe mal, dass er jetzt irgendwas angreift, weil anders wäre es blöd, aber... Kreuzschere. Ja gut, das wird, glaube ich, Knackerkern auf alle Fälle kosten, aber vielleicht klappt ja der Schaufler. Nein! Millimeter! Aber Knackerkern weicht aus! Du bist ein Vieh, Knackrack. Du bist ein richtiges Vieh. Der will nicht verlieren. Ich mehr. Belastend. Richtig fett belastend. Wobei, vielleicht macht's jetzt der Schaufler. Komm. Komm, komm bitte. Es tut halt so weh gerade. Danke, Knackrack, danke. So, jetzt ist die gute Frage, was sein letztes ist. Geilu! Pi und Draghi. Uff. Ich bin halt am Überlegen, ob ich das wirklich Knackrack antun will, weil es geht um die Beleber. Ich meine, ich habe jetzt, glaube ich, 25 oder so mir nochmal aufgestockt, aber trotzdem. Jeder Beleber kann dann im Finale wieder wertvoll sein.
Aber auch hier ist wieder der Schaufler sehr effektiv, deswegen. Vielleicht schafft es Krakak wirklich, dass er komplett alle allein down kriegt. Nachthieb würde einsetzen, aber ne. So weit kommt's gar nicht. Er schafft's echt, ich glaub's nicht. Der brennt richtig darauf, die Top 4 zu vermöbeln. Alter, Kuss geht raus. Der erste von den Top 4 ist auch im Rematch down. Und das war, glaube ich, sogar der eindeutigste Kampf bisher. Ich glaube es nicht. Unglaublich. Unglaublich. Ich bin mir gerade echt unsicher, aber ob der wirklich, ob das wirklich das erste Rematch das richtige war, weil, hä, 65? Und er hatte auch nur 5 Pokémon, das war richtig komisch gerade. Ja, okay. Wenn das so ist, heile ich mich gleich direkt auf. Und die anderen 4 Rematches, nämlich gegen die letzten 3 aus den Top 4 und gegen Cynthia, die gibt's dann in den nächsten 1-2 Parts. Wobei, ne, in den nächsten 2 Parts. Alle 4 gehen sich niemals in einem Part aus, das glaube ich nicht. Auf alle Fälle bis zum nächsten Part. Ciao, ciao.